Hallo und herzlich willkommen zu Rampage Gaming TV. Ich bin's, der Alex, und ich begrüße euch herzlich zu meiner neuen Serie, die da ist Road to the Best. Ja, was heißt Road to the Best? Ihr seht, ich bin hier im FIFA 13 Ultimate Team, und zwar in der Web-App, wie wahrscheinlich unschwer zu erkennen ist, für die Leute, die sich ein bisschen mit FIFA auskennen. Ich habe hier meine aktive Mannschaft, die ist, ich nenne es mal, beziehungsweise ich würde es mal relativ gut nennen, ne? Und mir fehlen da noch so ein paar Sachen, die ich gerne schon noch nehmen würde. Ich will in meiner rechten Verteidigung gerne Dani Alves haben. Auf dem PC, wo ich gerade spiele. Aber mal 350.000 Coins, mal 500.000 Coins kostet. So. Ich würde auch gerne noch vielleicht einen Messi und Cristiano Ronaldo haben. Deswegen, Road to the Best. Der Weg zu den besten. Oder zu der besten Mannschaft, die man haben kann. So. Ja. Du hast doch 500.000 Münzen, meine jetzt welche. Kaufst du einfach Dani Alves. Ja, das möchte ich auch nicht machen, denn es gibt ja momentan das Team of the Year und dann fangen wir diese tolle, wunderbare Serie doch einfach mal mit einem kleinen Pack Opening an. Ja, ich habe schon mal ein paar Packs gezogen, um einfach zu testen, was das hier ist. Es gab ja gestern noch diese Spezialsets hier. Da gibt es jetzt hier noch so ein seltenes Goldset. Das beste Set, jetzt noch besser, 12 Objekte, überwiegend Gold, alle selten. Ja. Ach so, was ich noch sagen wollte, ich werde diese Serie, denke ich mal, einmal in der Woche bringen, auch mit Spiel 10. Ich bin jetzt in der Web-App, weil ich halt die Packs ziehen will. Und ja, dann werde ich mich so begleichen. Ich werde aber auch zwischendurch spielen. Ich werde immer ein Part pro Woche machen. Es wird dann nicht ein Samstag oder Montag oder Dienstag. Das müsst ihr Sebi fragen, der organisiert das immer, wann was hochgeladen wird. So, es gibt jetzt dieses Pack noch 3 Minuten. Wollen wir das mal machen hier? Das Set noch besser. 12 Objekte, überwiegend Gold, alle selten. Gut, dann machen wir mal hier. Fangen wir mal an. Dieses Set kaufen wir, dann machen wir hier. So. Die Promo. Sind ja eh nur Bronze-Spieler drin, oder? Ein 86 Pace-Spieler, rechter Flügel, Henrique. Ein Brasilianer. Lasse ich mal drinnen. Die guten Verträge werde ich auch alle mitnehmen. Den Rest werde ich. Oh, Mittelstürmer zu ZOM. Das ist gut. Ne, andersrum ist, glaube ich, gut. Oder doch so rum? Ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ich habe leider nicht so viel Platz in meinem. So, dass den behalten war. Auf den Tauschstapel. Da habe ich schön viel Platz gemacht. Der kommt zum Verein. So, jetzt habe ich nämlich nicht mehr so viel Platz im Verein. Das ist nämlich ein bisschen doof. Deswegen muss ich den Rest hier alles abstoßen. Ja, der wird wohl nichts, oder? Italiener bei Napoli. Ah. Modifikation nachher, die wollte ich auch noch auf den Tauschstapel hauen. So. Habe ich den? Habe ich das schon? Ach ne, da habe ich noch nichts davon. Genau, alle Trikots zum Beispiel behalte ich immer alle. Rein aus Prinzip. Das war eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, oder? Soll ich was nochmal öffnen? Gibt ja nur zwei davon. Öffnen wir es nochmal. Ich möchte halt, wir so ein Falcao Team of the Year, 95 Gesamtstärke, wäre bestimmt nicht verkehrt. Ah, den habe ich ja schon, den Juan Fran. Ja. Ein Silberner, ein linker Verteidiger, 81 Pace, 69, vielleicht ist ja was wert. Ah, das bringt nichts. Jetzt habe ich die Positionskarte nochmal andersrum gezogen, das war auch ein Zufall. Naja, habe ich nichts gegen. Ja. So, mal gucken, was ich denn hiervon behalte. Packe ich eben auf den Tauschstapel hier. Den auch. Den tue ich zum Verein. Den tue ich auch zum Verein. Und den ebenso. Brauche ich nicht. Auf den Tauschstapel. Was ist das für eine Modifikation? 352 kann ich abstoßen. Chelsea kommt zum Verein. Genauso wie der Ball. Der kommt auf den Tauschstapel und der Rest kann abgestoßen werden. Alle abstoßen. Okay. So. Ich wende mal kurz ein paar Verträge an. Wer braucht den 91? Er braucht sicherlich. Hä? Achso, ich dachte schon. Fitness, naja. Mal hier ein paar Verbrauchsobjekte. Weil ich habe so viele Verbrauchsobjekte, die kein. Ich sag so, wie es ist, kein Arsch brauchen. Ne? Die braucht wirklich kein Mensch. Ja? Ich habe da so viele von. Also ein Sergio Ramos, den würde ich auch gerne haben.
Ja, gut, er kostet so schon 200.000 auf dem PC. Es wäre natürlich einmal, ich nenne es schon, na, man kann es nicht Traum sagen, es ist ein Computerspiel, aber es wäre schon was Schönes, wenn man da so einen schönen blauen Spieler im Team hat, ne? Also, ja, würde ich nicht nein sagen, ne? Also, wenn ihr einen blauen Spieler habt, einen Team aus hier Spieler, den ihr für so 300.000 Münze verkauft, dann, ja, ich bin die Anlaufstelle, ne? So. Shop. So. Das will ich nicht, mein Upgrade zum Gold-Team. Jetzt gibt's bei den Gold-Sets. Ah, jetzt habe ich's verpasst. Es kommt noch die Jumbo-Sets, ne? Das ist schade. Gold, sieht dann jetzt Teamer so. Ne, was ist denn das? Achso. Teamer noch so 5. 5 bis 6 Packs hier. Ach du Kacke. Nur Scheiße. Aber ein Balotelli. Nicht schlecht. Das war eine scheiß Ausstellung, aber immerhin. Ja, mit einem Balotelli kann ich gut leben. So, die Wappen kommen wieder zum Verein. Obwohl, die Spielerverteidiger kann ich ja schnell draufstellen hier. Zack, die werden auch, gehen auf jeden Fall weg. Die müssen sogar instant weggehen. Weil auf dem PC, ich bin mir da sogar sicher, dass wir auch jetzt so eine Art Auto-Buyer haben. Also so ein Programm, was automatisch über den Transfermarkt scannt und sobald zum Beispiel viele Spielerverträge, die werden ja so für 400 gehandelt, für 350 draufstehen, zack, kaufen die, dann stellen sie sofort wieder drauf und machen dann 50 Gewinne oder so. Wenn du so ein Programm halt einen Tag laufen lässt, ne? Dann das, weiß ich nicht, vielleicht pro Stunde 20.000 Münzen, die du da machen kannst. Bei so vielen Teilen, die auf den Transfermarkt gestellt werden, ne? Also. Lol. Ach, die haben es jetzt wieder neu gemacht, die Penner. Die lassen alle Leute die Packs ziehen, weil denken, oh, das gibt's gleich nicht mehr. Und dann schalten die es einfach wieder neu raus. Na, ganz schön. Ich wusste es, ich wusste es. Boah, sagen wir mal so ein Pack CR da, 24 Spieler. Machen wir. 100.000 Coins. Ein Kedira, nix wert. Ein Eto'o, sehr nice. Das ist, der ist, glaube ich, schon was wert. Jorginho, der ist nicht so viel wert. Ein Tevez, boah, ist ein ganz gutes. Ein Ben Afra, ein Cole, das ist ein gutes Pack. Ein Pepe. Ja. Damit kann ich gut leben, muss ich euch da so ganz ehrlich sagen, ankennen. Wir haben viele im russischen Team, ist für mich der beste, sogar einer der besten Keeper, also der beste Torwart im Spiel, aber ein Eto'o, ein Tevez und ein Cole und dazu noch ein Pepe. Ein gutes Pack. So, ich komme jetzt alle auf den Tauschstapel. Ich sage, ob ich jetzt noch so ein Pack ziehen soll. Das sind halt 100.000, ne? Und die haben sich, glaube ich, gerade, obwohl, ich weiß nicht, wie viel Cole wert ist. Balotelli vielleicht 30.000. Kann ich nicht einschätzen können. Eto'o, ich habe noch nie geguckt, wie viel der wert ist, aber bestimmt 10.000. Ja, noch ein Pepe, vielleicht 20.000. Obwohl, nee, der ist nicht 20.000 wert. Der Tauschstapel voll. Tue ich ihn aber mal in meine aktive Mannschaft hier. Und die haben dort. Also ich Tempo, den kann ich auch abstoßen. 600 Coins. So, jetzt ist die Frage, was gibt's denn jetzt hier? Ach, das gab's nur einmal. Na gut, hat sich die quälende Frage natürlich für mich erledigt, ne? Macht das Upgrade zum Gold-Team? Das war ich nicht. Das fand ich auch nicht so palle.
Ja, ich wollte kurz rechnen, wie viel wir ausgegeben haben. Ich bin nicht der Beste in Mathe, aber 2 mal 15.000 sind 30.000. Heißt 30.000 sind weg. Einmal 100.000, 130.000 und zwei kleine Sets. 130, 145.000, 150.000. Ich wollte 150.000 ausgeben, aber ziehen wir nochmal. Jetzt gibt es die hier. Ziehen wir davon noch eins und von dem Premium Goldset noch eins. Johann Müller, der ist aber leider nichts wert. Na Rossi ist auch nichts wert, glaube ich. Ja, danke. Immerhin die Verträge. Na, Ogo ist nichts wert. Ah, doch, Al. Nee, nee, nee. Korani, ohne Witz, ein Korani finde ich richtig. Ich fand schon immer geil, weil er aber schlecht gespielt hat. Ich bin offiziell Schalke-Fan bin, wie ihr vielleicht da oben links sehen könnt. Und ich fand Korani schon immer geil. Und der hat einen Schuss. Das glaubt ihr mir nicht, ey. Das glaubt ihr mir nicht. Der muss 99 Kraft haben, ey. Der ballert ihn aus 50 Metern oben rechts ein. Das ist cool auf so Ball. Ja, gut. Den Müller. Ah, jetzt mal. Tauschstapel natürlich voll. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Machen wir alle zum Verein. Ist ein bisschen dumm. Aber gut. Ja, den habe ich doppelt, dann kann ich den auch abstoßen. Ja, die möchte ich schon einlösen hier. Gratis Münzen einsammeln. Weil die ganzen Ver. Die kann ich auch. Warum ist mein Tauschdoppel voll? Ja, la. Dann hatte ich übrigens auch gezogen, aber dann habe ich direkt unter Preis verkauft, weil ich schnell Geld mal haben wollte. Ja, noch ein Tevez, ein Pepe, ein Eto'o, ein Balotelli und ein Cole. Das war eigentlich, das alles in einem Pack war das sogar, ne? Außer der Balotelli. Mag ich. Mag ich. Immer den werde ich ja auch abstoßen können. Stoße noch ein paar Spiele ab, damit ich gleich ein bisschen Platz habe. 190 Tempo. Vielleicht, ach, der wird vielleicht 1000 wert sein, aber dann 1000 sind 1000, ne? Obwohl ich habe allgemein sehr viele Pace-Spieler gezogen, muss man sagen. Oh, der kann auch was wert sein. Na gut, eine holländische Liga ist nicht gerade eine. Die beste, da gibt es einen Snyder, auch einen Holländer. Aber 86 Tempo und 87 Dribbling. Wieso nicht, ne? Dann hatte ich natürlich schon den lieben Jean-Franc hier. Gut, das Dumme ist, dass in der Web-App die Dinger hier nie weggehen. Die grünen Sachen, das nervt mich mal ein bisschen. Das heißt, wenn du am Tag dann 30 Teile verkaufst, hast du hier 10 Seiten voll so abgehakten Dingenskirchen. Wisst ihr, was ich meine? Wann waren das denn die abgelaufenen Objekte entfernt? Nicht zugewiesen. Ich will ja eigentlich ungern abstoßen. Ah, jetzt kann ich hier eine schnelle Auktion machen. Das hier. Dann verkaufe ich hier im Unterpreis, dann sollte der auch schnell weggehen. So. Verkaufen wir das mal Unterpreis. Ich bin mir eigentlich sicher, dass hier jetzt instant verkauft sind. Also müsste normalerweise. Außer gar keiner weiß, dass jemand so dumm ist und die so billig reinstellt. Ah, den kann ich, das kann ich abstoßen hier. Da, seht ihr, da ist drei. Ach ne, das war jetzt, weil ich es abgestoßen habe. Naja, das sind die Verträge von eben. Müssten aber eigentlich gleich weg sein. Seht ihr, hier sind die für 350 weggegangen. Ah, hier ist schon einer weg. Gut, jetzt ziehen wir noch ein normales Goldpack hier, nämlich das hier. Ach, das ist unendlich verfügbar. Na gut, ziehen wir mal. Hiervon ist vielleicht so ein guter Spieler dabei. Lesket. Was ein Scheißpack. Oh! Die ist, glaube ich, locker mal 10.000 wert. Da hat sich schon rentiert, das Pack. Da öffne ich aber gleich noch eins. Ja, weil das hat sich nämlich rentiert schon. Weil die Trainerstellung 4-12-12 ist nämlich mindestens
Alaska, der kommt auf den Taufstapel. Kommt auch auf den Taufstapel. Also, gut, der Ball kommt zum Verein. Und das Wappen kommt zum Verein. Gut, der Rest kann weg. Oh, da habe ich jetzt die. Habe ich nicht. Gut. Also normalerweise müsste die noch. Müsste mindestens noch 10.000 wert sein. Im Mitarbeiter. Formal. Training. Manager. Gold. Es gibt doch nicht viele 4-12-12er Formationen. Der hier fehlt das. Das kann, also das wird mir. Ich habe mal einen nämlich für mein Löw, lass mich lügen, 10.000 gekauft. Deswegen bin ich gerade da relativ verwundert. Also das kannst du jetzt auch nicht sein, oder? Mindestpreis 2.000. Ah. Gut, also die gehen für. Für 3.000, ey. Jetzt würde ich mal sehen, ob ich da nämlich gleich mal Gewinn rausschlagen kann. Jetzt seht ihr live dabei, wie ich mein Geld vermehre. So. Brauche ich die 4, 12, 12er von eben. Wo bist du hin? Du warst nämlich so billig. War das die? Gut, die ist nämlich gerade für 500 drauf. Und wenn ich die für mindestens, sag ich mal, 3.000 wegkriege, dann kann man ja locker mitbieten, ne? Wenigstens Gewinn, ne? Also wenn ihr sowas seht, ne? Und wisst, gut, die kriegt ihr mindestens. Wenn, ich meine, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr für 1.200. Wenn ihr ganz viel Glück habt und verkauft direkt für 2.000, ist ihr instant weg. Und habt dann 800 Coins Gewinn gemacht, ne? Wenn ihr anfangt mit FIFA, ist das kann das viel sein. Also das meine ich jetzt komplett ernst. So, hatte ich jetzt schon noch ein Pack gezogen? Hatte ich das gemacht? Nein, hatte ich nicht. Ja, hier die 250er Verträge sind schon mal alle weg. Der müsste aber eigentlich auch weggehen. Nee, das ist nice. Die alle fast in einem Pack. 30.000, rede ich mal nicht durch 10.000, 40.000, weiß ich nicht. Ich guck mal kurz nach, für den, der Eto hier. Wo ist denn das? Das ist diese russische Liga, oder? Und Kamerun, ne? Guck ich einfach bei. K wie Kamerun. Ach, jetzt geht das hier natürlich im großen Fenster nicht. Drücke ich immer schon auf die Tastatur und bin ich direkt bei K. Jetzt muss ich hier suchen. Kamerun. Portugal, Polska. Oh, das ist ja gar nichts wert. Natürlich scheiße. Ich dachte jetzt ehrlich, der wäre jetzt sogar noch mal gediegene 20.000 wert. Aber den gibt's ja. En masse. Ne? Ja gut. Dann kriege ich für den. Was hatte ich gesagt? 30.000, 40.000, 45.000, 65.000, 65.000 bin ich mit. Ich bei 65.000. Ich will noch eben Cole nachgucken hier. 65.000, 65.000. 65.000. 65.000. 65.000. 65.000. Nice one. Nice one. 65.000. Welche Formation war der? 65.000. Ja gut, 65.000, 75.000, 80.000. 80.000, da hatte ich das 100.000, also da, wenn ich da jetzt, kriege ich jetzt 80.000 aus den Spielern raus, plus minus 10.000. Bei denen hier, ne? Kadia kriegt nochmal 3.000 Lichtchen, da weiß ich nicht. Bei Ben Affa kriege ich nochmal 2.000 raus. Bei Jemma Frank kriege ich nochmal 1.000 raus. Bei dem Rasten hätte ich abstoßen können. Bei denen, bei der hier kriege ich gleich nochmal sogar 3.000 oder so, das heißt, es hat sich fast rentiert, das Pack. Muss man so einfach sagen. So ganz radikal.
Die werde ich euch auch abstoßen. Die kauft mir kein Mensch für 200 weg hier. So eine beschissene Aufstellung, wenn man ehrlich ist, ne? Gut. Ja, wenn ihr wollt, ihr wisst, ihr seht, wie viele Münzen ich habe, mache ich auch gerne mal ein Tutorial zum Traden. Dann müsst ihr das nur in die Kommentare schreiben. Jo. Ich tut ja eigentlich voll die nice Stats. Voll scheiße, dass du so eine Kackliga spielst. Also ich reg mich immer auf, wenn ich gegen ihn spiele, ne? Weil der ist schnell. Der ist ja ehrlich gut als Stürmer. Müsste ich mir mal eine russische Liga bauen. Sowas. Den Balotelli habe ich schon. Den Tevez hatte ich hätte mal gedacht, ob ich mit Tevez oder den Balotelli hole. Habe ich dann für Balotelli entschieden. Ja. Der ist auch gut, Balotelli, muss man sagen. Ich könnte jetzt mal Tevez ausprobieren. Habe ich ihn recht vergepackt, der passt ja perfekt zu Higuain. Ich habe ja sonst hier Higuain drin. Ich finde Bale übrigens besser als Hazard. Nur für die Leute, die es wissen wollen. Jo. Gut, hier. Wenn ich Tevez auf rechts packen würde, dann wäre noch Argentinien. Also Agüero und Tevez. Plus die Maria wäre Doppellinke. Ja gut, ich habe eh Team Chemie 85. Daran sollte es jetzt auch nicht scheitern. Ich will jetzt aber noch ein Pack aufmachen. Eh nichts Gutes dabei sein, aber. Viele haben auch berichtet, dass sie, bevor das Team of the Year raus war, richtig gutes Zeug gezogen haben. Da ja, kann ich alles abstößen. Richtig gutes Zeug gezogen haben. Und das Team of the Year raus ist nur noch Scheiße ziehen. Man wird süchtig danach, ne? Man wird echt süchtig danach, weil man immer denkt, ja, man zieht noch was. Oh Gott. Ich habe mir irgendwie irgendwas mit 4 vorne, so eine 5er-Formation, weißt du? Ach, das kann ich ja nicht mehr anbieten. Kann ich jetzt auch drauf scheißen. So. Das aber sieht immer ganz cool aus. Und ein schwarzes Trikot sieht immer gut aus. Wenn ihr Gegner, wenn ein neues FIFA rauskommt, holt euch einen schwarzen Ball. Das sind die Neulinge in FIFA, kommen damit gar nicht klar, weil die den Ball ankommen sehen. Das war eine ganz gute Sache. Gut. Nee. Das war's erstmal mit Road to the Best. Road to the Best zur. Ihr seht direkt, für 250 sind die direkt weggegangen. Road to the Best. Ja, das ist Sebi mit seinem bescheidenen Vereinswert. Das habe ich jetzt schon angefangen. World to the Best. Mit Messi, Cristiano Ronaldo und Dani Alves. Wo ich nochmal nachgucke, wie viel der gerade wert ist. Der kommt aus Brasilien, soweit ich mich da entsinnen kann, ne? Ja, gut, den gewinnt ihr jetzt auch. Ja, ihr seht die immense, humense Summen sogar, also unbezahlbar. Und man muss irgendwie vor 2 Wochen, nee, vor einer Woche, hätte ich den für 300, 290.000 kaufen können. Jetzt komme ich gestern wieder. Ich beginne der Woche kaum mein PC. Ach komm, Dani Alves ist ja einfach mal bei 700.000 Münzen, 500.000 Münzen, also wirklich inakzeptable Preise auf dem PC teilweise durch die verhältnismäßig wenigen Spieler. Naja, gut. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Es war jetzt vielleicht etwas unkoordiniert. Ich wusste nur, dass ich Packs ziehen will, was ich dazu laber, wusste ich nicht. Und ich habe jetzt glaube 200.000 Münzen gewesen, die ich rausgehauen habe. Davon müsste ich mindestens 100.000 wieder einnehmen. Hätte ich ein Team of the Year Spieler gezogen, wäre es cool gewesen, habe ich nicht, wäre ich gehabt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, eine schöne Woche, Restwoche, schönes Wochenende, wann auch immer ihr dieses Video gucken werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.